Im Nachfolgenden möchte ich Ihnen nun etwas mehr zur Alzheimer-Demenz berichten und wie diese zustande kommt. Die Alzheimer-Demenz ist eine der häufigen Demenzformen. Sie macht ungefähr 2/3 der Demenzen aus, zusammen mit der Lewy-Körperchen-Demenz oder auch Parkinson-Demenz bezeichnet und der vaskulären Demenz sind diese in der Gruppe der häufigen Demenzen angesiedelt. Wir haben auch seltene Formen von Demenzen wie frontotemporale Degeneration oder auch Prionerkrankungen. Wir haben Entzündungen im Gehirn, die zu Demenzsymptomen führen können oder auch das Einatmen von Kohlenmonoxidgiften oder Hirntumoren. Nicht ganz zu unterschätzen sind auch Probleme mit dem Sport, beispielsweise Boxen führt zu enormen Veränderungen im Gehirn oder American Football, was zu großen Problemen führen kann im Gehirn. Die häufigen Demenzen sind überlappend. Wir haben also beispielsweise die Alzheimer-Demenz mit ca. 2/3, die vaskuläre Demenz mit ca. 40-50% und die Lewy-Körperchen-Demenz mit ca. 25%. Und man findet häufig vaskuläre und Alzheimer-Demenz vergesellschaftet. In den 80er Jahren ist die Forschung an der Alzheimer-Demenz mehr in den Mittelpunkt gerückt, weil die Einwohner verschiedener westlicher Länder älter wurden und diese Demenzform wieder häufiger aufgetreten ist. Zwei berühmte Beispiele für diese Demenzform sind beispielsweise der ehemalige Präsident und Schauspieler in Hollywood, Ronald Reagan, und zum anderen Rita Hayworth, ebenfalls Schauspielerin in Hollywood, die an dieser Erkrankung in den 80er Jahren gelitten haben. Die Demenz, die Alzheimer-Demenz, ist benannt nach dem Erstbeschreiber Alois Alzheimer, der 1864 in Markbreit in Unterfranken geboren wurde, auch studiert hat in Berlin, Würzburg und Tübingen. Er hat interessanterweise seine Promotionsarbeit in der Medizin über die Ohrenschmalzdrüsen durchgeführt, eine sehr interessante Arbeit. Und er hatte, als er in Frankfurt gearbeitet hat, eine Patientin 1901, die mit Eifersuchtssymptomen von ihrem Mann zum Arzt geschickt wurde. Zu der damaligen Zeit war es nicht klar, was die Patientin hatte. Und Alois Alzheimer setzte seine Karriere fort, bis er dann 1903 in München Leiter des Hirnanatomischen Laboratoriums wurde und dort viele Untersuchungen gemacht hat. 1906 hat er Untersuchungen des Gehirnes dieser ersten Patientin in einem Kongress dargestellt und die Präsentation hieß damals über eine eigenartige Krankheit der Hirnrinde. Der Name Alzheimer-Erkrankung wurde erst später genutzt. Er wurde 1912 Professor in Breslau und ist dann 1915 aufgrund einer Erkrankung mit 51 Jahren in Breslau dann gestorben. Seine erste Patientin, Auguste Deter, die Akte wurde 1995 wiederentdeckt in München und auch die Präparate später, die wurden auch schon präsentiert und es war möglich, diese Präparate anzuschauen, sehr interessante histologische Präparate. Diese Patientin ist im November bei Alois Alzheimer vorgestellt worden und da nicht klar war, was für eine Erkrankung vorherrscht, wurde sie mit verschiedenen Methoden behandelt. Zur Beruhigung wurde ihr Alkohol gegeben. Sie wurde mit Baden behandelt, das nennt man Balneologie, kalte und warme Bäder und dann Gifte, die wir heute gar nicht mehr einsetzen würden, Paraldehyd und Chlorhydrat, um in irgendeiner Art und Weise dieser Erkrankung Herr zu werden. Die Patientin ist wenig später verstorben, im Alter von 56 Jahren, und Alois Alzheimer konnte dann das Hirn in München untersuchen und stellte verschiedene Diagnosen. Zum einen die Diagnose einer zerebralen Atrophie, einer Arteriosklerose. Die Patientin hatte eine Pneumonie und eine Nephritis, was die häufigste Todesursache von Patienten mit Demenzen ist. Die Lungenentzündung führt letztendlich zum Tod. Was hat er gesehen im Gehirn dieser Patienten und was können wir heutzutage sehen bei diesen Patienten? Sie haben zum einen hier dargestellt in braun Ablagerungen im Gehirn, das sind solche Plaqueablagerungen, Sie sehen das hier, diesen Bereich, das nennt man amyloiden Plaque. Und dann haben Sie weitergehend Veränderungen in den Nervenzellen, wir nennen das Tangles, hier ist hier angefärbt mit einem Spezialfarbstoff, um das darzustellen, in braun. Und das alles führt weiterhin dazu, dass wir Ablagerungen in Gefäßen haben. Hier sehen Sie ein Hirngefäß und ringsherum Hirngewebe. Und dieses Gefäß ist mit derselben braunen Substanz ummauert. Und das führt natürlich zu erschwerten Bedingungen im Gehirn. Einmal der Sauerstoffaustausch und zum Zweiten die Ernährung im Gehirn sind stark gestört. Und das führt zu einer Hirnschrumpfung letztendlich. Und diese Hirnschrumpfung, besonders hier im frontalen Bereich zu sehen,
führt dazu, dass die Patienten Schwierigkeiten haben zu denken und entwickeln eben eine Demenz. Diese Hirnschrumpfung ist hier noch einmal dargestellt. Hier sieht man das sehr deutlich, wie im Frontal- und Parietalbereich die eigentliche funktionelle Hirnsubstanz immer weniger wird und wie die Täler im Gehirn immer breiter werden. Auf der rechten Seite ist mal so ein Vergleich dargestellt. Da kann man hier den Hippocampusbereich von einem Patienten sehen, der nicht an einer Erkrankung leidet, einen normalen Bereich. Ich male das mal mit einer anderen Farbe ein. Sie sehen das hier. Das ist ein normaler Hippocampusbereich und hier auf der anderen Seite haben Sie einen Patienten mit einer Alzheimer-Demenz und das Gehirn erscheint nicht nur kleiner, es ist kleiner und dieser Bereich ist besonders atrophisch und da ist das Kurzzeitgedächtnis lokalisiert. Diese Patienten haben zusätzlich zu diesen Ablagerungen natürlich eine Reaktion des Gehirnes. Das Gehirn reagiert auf diese Ablagerung mit Entzündungszellen und hier sieht man in Braun diese Entzündungszellen und in Rot diese Ablagerung im Gehirn. Je mehr Ablagerungen im Gehirn sind, desto mehr von diesen Entzündungszellen sind lokalisiert und versuchen, diese Stoffe abzubauen. Und zum Schluss sieht man das hier, das ist ein Beispiel aus einem Mausmodell, dass diese Ablagerungen ummauert werden von Entzündungszellen. Diese Entzündungszellen werden letztendlich eingeschlossen in diese Ablagerung und können ihre Funktion nicht mehr fortführen. Das heißt, die Funktion dieser Zellen ist beeinträchtigt und sie sind nicht in der Lage, diese Ablagerung abzuräumen. Die Erkrankung hat einen bestimmten Verlauf. Die Alzheimer-Erkrankung startet im Parietalbereich und führt dann später im Frontal- und Occipitalbereich zu Veränderungen. Es ist ganz wichtig, dass diese Bereiche zeitgemäß beeinträchtigt sind. Das heißt, wir fangen zuerst in diesem Bereich an. Das ist auch das Kurzzeitgedächtnis und die Orientierung. Das ist das, was wir zuerst sehen bei dem Patienten. Und erst später fallen dann die Wesensveränderungen auf, die hier im Frontalbereich lokalisiert sind. Und ganz zum Schluss ist der Occipitalbereich beeinträchtigt. Und da sehen wir dann eben Dinge wie das Capgras-Syndrom. Also die Patienten erkennen Nachbarn, die ihnen Böses wollen und solche Dinge. Das führt natürlich zu großen sozialen Problem auch in der Behandlung dieser Patienten, weil die Angehörigen dann möglicherweise nicht erkannt werden oder aggressiv angegriffen werden von den Patienten.